Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu unserem Sorgenkind-LP von XCOM 2. Und ja, uns gehen vielleicht langsam wieder die Leute aus, oder? Moment, Rekrutierung nicht. Soldaten anzeigen. Ja gut, ein paar haben wir noch, aber wir sollten vielleicht trotzdem ein paar Leute rekrutieren. Wen nehmen wir denn da? Ist mir da irgendjemand irgendwie bekannt? Oder habe ich schon alle meine Bekannten hier umgebracht? Ich weiß es nicht. Nehmen wir den Yusuf, der ist mir irgendwie sympathisch. Und Dimitra Leckers. Herzlich willkommen. So, und wir sind pleite. Wunderbar, so muss das sein. Dann stecken wir noch irgendjemanden in die Taktikschule. Moment, was für Klassen fehlen uns denn? Grenadiere haben wir genug. Ein Ranger. Sie brauchen einen Spezialist. Und ein Ranger. Roger. Nun gut. Guerilla-Taktikschule. Und Yusuf. Du wirst ein Ranger. Und dann würde ich direkt sagen, wartet ja noch Arbeit auf uns. Genau. Jetzt müssen wir uns wohl zwangsläufig um diese Alien-Einrichtung hier kümmern. Setze Kurs auf Indonesien. Also wenn das jetzt schief geht, dann können wir, glaube ich, die Kampagne endgültig vergessen. Aber einfach gute Hoffnung bleiben, dann passiert schon nichts. Und genau, wir rücken direkt mit 4 Grenadieren aus. Haben wir noch eine andere Auswahl? Doch lieber noch einen zweiten Sniper, oder? Ich habe hier eigentlich schon die Waffenverbesserung gecheckt. Ja. Private Kastelic. Hast du irgendwelche Waffenverbesserung, die du brauchen könntest? Kostenlose Sofortkills sind gebonkt. Und ein erweitertes Magazin. Ja komm, warum nicht? Nun gut, dann auf zum nächsten Himmelfahrtskommando. Medikits? Ach ja, wir haben ja eine ganze Menge Ausrüstung, die jetzt aktuell verfügbar ist. Gut, Medikit. Panzerbrechende Munition oder Giftgeschosse? Du nimmst die panzerbrechende Munition mit. Du nimmst die Giftgeschosse und vielleicht noch ein Medikit. Du könntest auch noch ein Medikit mitnehmen. Genau. So, dann bekommt ihr beiden mal... diesen Spinnenanzug. Ach ja, dann habe ich ja nur einen Slot. Das ist der große Nachteil. Ausrüstung. Immer die Giftgeschosse. Ich glaube, die sind ein bisschen wirkungsvoller. Lea nimmt dann noch eine Gasgranate mit. Du nimmst mir bitte einen Exo-Anzug. Rum, wenn ich bitten darf. Na gut, einen Exo-Anzug habe ich noch, den ich vergeben könnte, aber dann fehlt mir wirklich ein Slot, den ich eventuell brauchen könnte. Naja, wie dem auch sei. Wir rücken jetzt aus. Und hoffen einfach mal das Beste. Sky Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Na dann, los geht's. Uns wurde die Position einer Alien-Einrichtung bestätigt, die in dieser Region Forschungen für das Avatar-Projekt durchführt. Es wird einen taktischen Angriff geben. Platzieren Sie die X4-Ladungen bei der angegebenen Position.
Wenn Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Entfernung und legen Sie das Ding in Schutt und Asche. Verstanden, Bradford. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, guck mal, wir sind auf einem Friedhof. Menes 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X-4-Ladungen. Roger. Roger that. Finden wir hier auf dem Friedhof schon Aliens? Nein, das bedeutet, wir können alle gefahrlos nachrücken. Wobei, hier auf dem Weg könnte es jemanden geben, der unbedingt Stress sucht. Wird erledigt. No hace falta repetirlo. Naja, rückt mal alle geschmeidig vor. Rücke aus. Okay. Na dann. Nächste Runde. Rechts von uns irgendwelche Geräusche. Könnten Mech sein. Da oben irgendwo vielleicht. Das scheint mir auch der sichere Weg zu sein. Begebe mich zu dieser Position. Ah, oh, jetzt habe ich den Aufgang blockiert. Ich dödel. Feind gesichtet. Ah, und ein Schildträger. Irgendwie kommt mir dieses Plateau bekannt vor. Nun gut. Ja, wenn die hier rüber marschieren, fliegen wir auf. Naja, bringen wir uns in Position. So, Matthias, du kommst leider nicht weit. Na, stell dich mal hier. Los geht's. Und Lea geht da auch mit. Los geht's. So. Ach, die rücken ab. Nun gut, die beiden dazu. Wie soll ich sagen? Zu snipen bringt ja nichts. Vor allem ihn nicht wegen seiner fetten Panzerung. Bin schon unterwegs. Das sollten wir erstmal ein bisschen näher ranrücken. Verstanden. Rücke ab. Genau, du gehst erstmal näher ran. Feuerschutz. Ich habe einen Sniper vorbewegt. Oh, warum mache ich denn sowas? Lea, bitte hier hin. Ich wollte eigentlich dich hier hinstellen. Ein Glück, dass wir hier keinen Zeitdruck haben. Eyes on the prize. Gebe Feuerschutz. Scanne Gebiet. Bin ich ja mal gespannt. Die sind noch weiter wegmarschiert. Nähere mich der Zielposition. Genau, schieß mir mal auf den Mech. Daneben. Das war nichts. Sie kennen unsere Position. Na, kommt näher. Ach, ein Overwatch für dich.
Warum denn nicht? Köpfe runter! Genau, erstmal hier die Deckung wegsprengen, soweit es geht. Mhm. Gebracht hat es uns gar nichts. Kannst du den da snipen? Nein, nicht einmal. Oh, wir werden drauf gehen. He fallado. Heading out. Ob du jetzt da hinten hockst oder hier, spielt für mich keine Rolle. Deine Deckung muss hier weg. Bitte, geht doch. Ja, erstmal blitzschnelle Hände. Gut. Mhm. Nun gut. Das dürfte den Overwatch nicht auslösen. Wechsle Position. Doch. Glück gehabt. Na dann, Feuer frei. Na bitte, geht doch. Panzerung getroffen. Schalt den Schildträger aus. Danke. So, jetzt müssen wir hoffen, dass der hier nicht irgendwie ausrastet und irgendwie 50 Schaden raushaut. Oh oh. Ach nö. Immer mit euren Granaten. Yay, und wieder ein Sniper verloren. Ah. Ja gut, an dem Ding bin ich ja selber schuld, aber... Nee. Ich koche hier schon! Das Feuer wird schlimmer! Moment, das wird schon wieder... Jetzt habe ich schon wieder meinen besten Sniper verloren, wunderbar. Na dann, 90% gegen dich. Und du stehst noch. Mhm. Panzerung getroffen, sagt er. Du siehst nur ihn. Du triffst aber auch gar nichts, Rosa. Das war schon immer so mit dir. Nun gut, Lea geht mal hier hin. Und schießt mir hoffentlich den hier aus den Latschen. Ein HP hat er noch, wunderbar. Brauche Munition. Gut, Matthias, du gehst hier hin und machst den Mac-Plot. Sag dir den Mac. Ach nö. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ach nö. Hoher Munitionsverbrauch. 78%, Stachy, was sagst du dazu? Bitte geht doch. Und fehlt mir genau der Schuss, den ich gebraucht habe, um den hier zu töten. Hat was gefunden. Wir drängen sie zurück. Genau, lauf weg. Meine Beute. Ziehe los. Zumindest können wir noch ein bisschen Beute machen, bevor wir hier alle drauf gehen.
Ich hab es. Nun gut. Lea lädt nach. Alles 63%. Reicht das vielleicht? Ja, wunderbar. Na bitte, man braucht doch nur ein bisschen Glück. Feindliches Ziel erledigt. Sehr schön. I'm on the move. Genau, lad mir direkt einen Schuss durch. I'm ready. Ah, hier ist ja keine Deckung mehr. Me dirijo a la posición indicada. Rosa müsste auch mal nachladen. Nee, sie kann ja kostenlos nachladen. Stimmt. Genau, wir setzen uns jetzt mal alle auf einen Fleck, damit uns eine Granate ganz gut töten kann. Das macht man so bei den Profis. Ich bin bereit. Nun gut. Bin dabei. So, nee, du kannst dich ja nicht nochmal tarnen. Wenn hier oben Geschütze sind, hier wird ein Geschütz sein. Mein Sniper ist nicht in Position, wobei der Turm dürfte dich da hinten nicht sehen. Verstanden, rücke aus! Oh, oh. Zwei Kodixe. Ein Achron. Reagieren die allergisch auf Gas? Also ich meine, ob die sich dann klonen. Granate geworfen. Probieren wir es einfach mal. Weil viel mehr kann ja auch nicht mehr schief gehen. Ja, der klont sich nochmal. Nun gut, du musst da jetzt aber in Deckung. Rolling. Naja, vielleicht triffst du den ja. Das wäre schön. Immerhin. Wir dürfen nicht alle zu dicht beieinander sein, weil sonst werden unsere Waffen deaktiviert und wir sitzen richtig blöd da. Noch ein Bot? Nein, ein Turm. Nun gut, sprengen wir doch mal bitte den Turm weg. Da müsste der Turm bald drauf gehen. Hoffe ich. Wunderbar. Mhm. En marcha. Genau, du gibst mir erstmal hier in Deckung. Machst die vielleicht noch Pistolen Overwatch. Und dann gönnen wir uns hierhin ein Imitationsgerät. Hätte ich vielleicht vorhin auch benutzen sollen. Und nicht einfach wild drauf losschießen. Ja, schmeckt dir das Gift? Rosa, bitte. Gut. Aber es reicht nicht. Zum Glück steht das Imitationsgerät noch. Ein von uns hat's erwischt.
Jetzt wird's ekelhaft. Oh, du hast dich vergiftet? Nee, du bist immun. Ach, nö, wieso bist du immun? Wieso sind wir entwaffnet? Ach, nö. Den Overwatch hast du mit Absicht gemacht, oder? Grundgütiger. Jetzt komme ich. 50%. Ich hoffe, du triffst. Stachy, mach ein Blatt. Nein. Irgendjemand wird mir hier den Overwatch dodgen müssen. Ein Sniper habe ich ja bereits verloren. Dann verliere ich dich jetzt auch noch, oder? Heute haben wir Glück und der trifft nicht. Au! Ein Streifschuss. So, Lea, du gehst mir dann hier hin. Wechsle Position. Und sprengst mir die beiden mal kaputt. Nimm das! Ich hoffe, dass zumindest einer davon drauf geht. Nein, es geht keiner drauf. Hab ich ein Glück. Yay, noch einer von denen. Ja gut, du klonst dich zum Glück nicht mehr. Prozent. Dann machen wir den da weg. Gut. Ah, ich hätte den Platz hier erstmal frei machen sollen. Ach nö. Krieg ich jetzt nirgends wie in Deckung. Das war wirklich unüberlegt. Eins, zwei, drei. Drei Schüsse haben sie noch. Wobei, ich habe hier noch meinen Pistolenschuss. Ah, du kannst ja kostenlos nachladen. Aber das bringt mir gar nichts. Ich hoffe, du triffst. Nein. Ich hätte den Platz hier frei machen müssen. Na komm, ich habe keine andere Wahl. So, jetzt müssen wir das Beste hoffen. Oh nein. Au. Au, 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 au. Oh, oh. Bitte einmal daneben schießen oder zweimal. Ja. Ja, 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 das war klar. Daran bin ich auch selber schuld. Ich hätte Matthias erstmal irgendwie wegbewegen sollen. Und dann ihn mit dem Schwertangriff so angreifen, dass er da steht, wo Matthias steht. Oder hätte das Emulationsgerät nochmal werfen sollen. Nun gut, die beiden kannst du mir definitiv mal wegsprengen. Die stören ja nur noch. Gut.
Stachy, 74%. Ach nö. Okay, nicht erwischt. Nö, 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 nö. Die Munition wird knapp. Lea hier hin und nachladen. Oder doch lieber ein Imitationsgerät. Ich glaube, das Imitationsgerät ist die bessere Wahl. Und du kannst dir einen Feuerschutz. Ah, sehr brav. Sie verlagern ihren Angriff. Nun gut. So, Lea, du liest jetzt endlich mal nach. Waffe geladen. Ah, Stachy, du hast hier eine Flankierung. Die nutzt du natürlich sofort. Und da triffst du auch. Ein Glück. Patronen sind alle. Ach, beam dich doch nicht so weit hinten hin. Na dann, Rosa, ein Kill für dich. Damit du auch endlich mal levelst. Gut. Enemigo abatido. Ich bin bereit. Genau, Matthias, du liedst mir kostenlos nach. Und einen Glücksschuss auf ihn. Nein. Wer von euch ist der mit dem Begleitschaden? Ich glaube, den habe ich ja längst umgebracht, oder? Lea, du passt da mal Obacht. Bin dabei. Wo beamst du dich jetzt hin? Ach nö. Ich sehe Edwin, weil ich zu weit aufgesplittet war, gibt's jetzt einen zweiten Pott. Genau, entwaffne uns nochmal. Weil das so viel Spaß macht. Prozent. Ich könnte auch auf 100 gehen, wenn ich da runtergehe. Na komm, gehen wir da runter. 100%, das Vieh ist erledigt. Ich sollte mal langsam meine Medikits einsetzen, solange ich noch welche habe. Gleich. Oh Mann. Rosa, du gehst hier hin. Und lädst nach. Und machst hier einen Pistolenfeuerschutz. Lea, du gehst hier hin. Und lädst nach. Und Stachy, wir beide haben ein Problem. Ja, ich weiß, dass du nachladen musst. Riskier's. Endlich. Oh oh. Das war knapp. Hast du ein Glück. Das Problem ist, wir sind zu weit aufgesplittet und zu dicht zusammen zugleich. Dann mal los. Nee, 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 diese Kodexe. Oh oh. Auf die Flanken achten! Und du machst jetzt einen 8 Schaden-Crit, oder? Was? Du verfehlst? Wie könnte das denn passieren? Nö, nö, nö.
Weißt du was? Wir ziehen uns so weit es geht zurück. Matthias, du bitte auch. Soweit es geht, ist nicht immer am weitesten. Oh. Poniéndome en guardia. Geh mal hier hin. So, Lea, hier Feuerschutz. Der kommt hier hoch. Los, Lea, zerfetzen. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Ziel neutralisiert. Oh oh. Hätte mich jetzt stark gewundert, wenn du getroffen hättest. Nun gut. Da war es nur noch dieser eine hier. 83%. Reservemunition. So, wo ist unser anderer Sniper? Hier. En marcha a las coordenadas designadas. Genau, wir sammeln jetzt erstmal unsere gefallenen Leute ein. Allá vamos. Estoy en marcha. Stachy, du gehst dann hierher. Bin dabei. Und Matthias, ich hoffe, du triffst. Danke. So. Erledigt. Patronen sind alle. Genau, dann rückt mir mal alle zusammen. Ihr beiden ladet nach. Waffe nachladen. Gut. Und Stachy. Waffe geladen. Und los geht's. Du sammelst dir mal deinen Kameraden auf. Wie kannst du nicht? Waffe geladen. Matthias, kannst du mal gucken gehen? Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Moment. Feuerschutz. Ach jetzt. Gut. So ein Klotz am Bein. Genau. Drücke zur Zielposition vor. Dann gehen wir in der nächsten Runde da rein, sprengen es in die Luft und verschwinden hier. Jetzt komme ich. Andando. Nun gut. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Hier mal ein Overwatch. Scanne Gebiet. Und zu beenden. Feindliche Aktivität. Ach nö. Noch eine Gegnergruppe. Begebe mich zum Ziel. Dann bringen wir uns erstmal in Position an den Türen. Ihr beiden lässt eure Kameraden mal hier im Innenhof liegen. Legen wir endlich los. Also hier gehen wir dann wieder raus. Dabei, wo müssen wir eigentlich hin? Hier hin. Gut. Einheit absetzen. Ganz sachte jetzt. Ich habe gehofft, wir wären hier nun schon alleine, dass wir einfach uns zurückziehen können. Órdenes confirmadas. Und du legst mal hier ab. Nein, kein Kletterhaken. Den brauchst du ja nicht. Nun gut. Feuerschutz. Hat das jemand gehört?
So, Matthias, du stellst dich mal hier hin. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Stachy geht hier hin. Und los geht's! Rosa geht mir hier Position hin. Confirmada. Explorando. Noch eine Runde nicht. Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Bestätigt, Überwachung läuft. Wäre jetzt cool, wenn die einfach mal zu der Tür rausmarschieren würden. Eine richtig fette Salve ins Gesicht bekommen würden. Aber so viel Glück habe ich ja nicht. Na dann, Stachy, geh mal gucken. Wer weiß, wie lange sie diese Lagereinheiten hier unten schon betreiben. Männer 1-5, sie sind bei der Zielposition. Moment mal kurz, sie sind auf dem Dach oben. Schon unterwegs. Können wir ruhig ein bisschen aggressiver vorgehen. Guardia. Und Lea, du passt mal hier auf. Biete Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Oh, die kommen runter, oder? Oh, nee, die laufen vorbei. Leider nicht getroffen. Lea trifft doch umso besser. Und sie haben ein Archon dabei. Den wir nicht einmal treffen können. Oh no. Konzentriere dich. Nun gut. Na dann, 73%. Gut. Aber da hat mein Geschmack immer noch viel zu viele Hitpoints. Dann mal hierhin feuerfrei. Na, endlich triffst du mal etwas. Blanco neutralizado. Den sprengen wir in die Luft. Dann kann sich Stachy noch mit um den Archon kümmern. Nein, es reicht nicht. Brauche Munition. Am liebsten würde ich hier in die Luft sprengen, dann fliegt er runter. Na komm, wir machen's. Feuer frei. Und? Das war kein tragender Balken. Ja. Beziehungsweise keine tragende Wand. Mach keinen Quatsch. Auf die Flanken achten! Glück gehabt. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Nein! Lea, halt durch. Nur 28%. Komme ich hier eine Flankierung hin? Nein. Doch. Na komm, 85% sind geboten. Gut. Da ist ihm die Decke auf den Kopf gefallen. Und vergiftet ist er auch noch. 67% gegen dich. Und, reicht das? Jawohl. Willst du noch mehr? Ich weiß es nicht. So, und Lea kümmert sich jetzt da um den hier. Na dann, Feuer frei. Daneben. Muss mich zusammenreißen. Boah, wenn jetzt das Auto in die Luft fliegt bei einem Fehlschuss. Nähere mich der Zielposition. Na komm, Matthias. Den packst du, oder?
Genau, gut. Ich hoffe, das Auto fliegt hier nicht in die Luft. Es brennt zwar nicht. Aber man kann sich da ja nie sicher sein. Super. Menace 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Super. Endlich. So, Stach hier einmal X4 platzieren. Menace 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Gut. Evakuierungspunkt setzen wir wie geplant hier ein. Menace solicita Evakuation! Nun gut. Dann ab in die Abholzone. Ja, me ocupo. Verstanden. So, Stachy, ich hoffe, du schaffst es hier raus. Wird erledigt. Wir warten aber selbstverständlich auf dich. Zug beenden. Hört sich nach Max an, oder? Nein, Offizier und zwei Normalos. Aber der ist trotzdem viel zu heftig für uns aktuell. Advent ist hier. Ja, guck mal. Kein Overwatch, finde ich gut. Wir verschwinden hier. Jawohl. So, Lea, du nimmst mir einen mit. Ich habe das Paket. Und machst dir die Fliege. Packen wir die Sachen. Rosa, du packst deinen Kollegen hier auch mal mit ein. Sin problema. Und weg da. Justo a tiempo. Und für euch habe ich noch ein schönes Geschenk. Schau, dass hier keine Munition mehr hat. Mach dich bereit für eine Überraschung. Der geht aufs Haus. Und damit ihr mich nicht vergisst. Na komm, Matthias, jetzt aber raus da. Ich hau ab. Und Stach hat leider keine Munition, um sich zu verabschieden. Evakuierung bestätigt. Oh Mann, was für eine katastrophale Mission. Menace 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen detonieren. Auf die beiden Verluste hätte ich durchaus verzichten können. Naja, es ist nun mal passiert. Und man kann es auch nicht mehr rückgängig machen. Naja, würde ich eh nicht, aber... Naja. Na komm schon, lass mich nach Hause. Gut. Zumindest haben wir mindestens eine Beförderung. Das ist doch auch schon was wert. Nee, zwei sogar. Und einen weiteren Leutnant verloren. Du bekommst erstmal Distanzschutz. Deine Treffsicherheit 79 ist ja nicht so gut. So, und Matthias. Komm, nimm mir den Kettenschuss. Und wir haben ein weiteres Codex-Hirn mit nach Hause gebracht. Hätte doch ein bisschen mehr sein können. Zerstörung der Alien-Einrichtung ganze Arbeit geleistet, Commander. Danke. Ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt wurden durch Ihr Eingreifen zweifellos verlangsamt. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Ja, ich weiß. Im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Soldaten anzeigen. Oh, oh. Wenn jetzt eine Mission kommt, ne? Wie schaut's eigentlich aus? Minus 3, oder? Naja, wir halten uns mit Ach und Krach am Leben. Aber ich würde sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!